Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Unpacking eurer Briefe. Es sind wieder eine Menge angekommen und die sehen alle so toll aus. So rechteckig und weiß, manchmal braun. Voll toll. Aber bevor wir loslegen, wollte ich nur mal kurz Entschuldigung sagen an die, die vor 3 Wochen mir einen Brief geschickt haben. Ja, es gab natürlich ein wenig Stress. Ich war nicht zu Hause 2 Wochen oder 1,5. Silvester und alles Mögliche. Und ja, Ausnüchterungszelle dort, Ausnüchterungszelle da. Und ja, tut mir leid, aber jetzt werden die eigentlich ausgepackt. Ich hoffe, ihr habt mir keine Lebewesen geschickt, denn sonst sieht es ziemlich schlecht aus. Das war's eigentlich. Und jetzt fangen wir an mit einem Paket, das ich schon vor Weihnachten aufgemacht habe, aber es einfach nicht alleine hochladen wollte. Das wäre dann irgendwie so ein 2-Minuten-Video, auch wenn das ein tolles Paketchen war. Ja, los geht's. Und wir fangen mit einem Paket an. Ja, Freunde, Pakete kommen an. Es klappt jetzt wirklich. Also, die Adresse mit der Packstation für Pakete klappt und ich bin so glücklich. Endlich nicht umsonst, du schickst deine Pakete, sondern sie kommen in meine Arme. Und ich hab sie lieb. Jetzt werde ich erstmal aufgefressen. Okay, ich sehe aber schon ein Zettelchen und noch mehr Zettelchen. Nein, einen verkehrten Rückumschlag. Ja, supi. Halli, hallo, halli. Hier kommt jetzt eigentlich das Paketbrief von mir. Der war ja lang angekündigt. Achso. Leider ist kein Bild dabei. Ich hab's noch nicht fertig. Aber ich habe mit Karl zusammen Kekse gebacken. Oh Gott. Er hatte die Idee. Damit du auch mal ein paar Besen zum Vernaschen hast. Das Bild kommt übrigens noch in einem anderen Paket. Wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Aber jetzt zum eigentlichen Brief. Wir wollten dir mal schreiben, weil wir wirklich große Fans sind. Trotzdem gucke ich meistens nur Amnesia, weil ich nicht so viel Zeit habe, auch noch alle anderen Let's Plays von dir zu sehen. Ja, gute Ausrede, gute Ausrede. Nee, Quatsch, freut mich, freut mich. Wir finden dich super lustig und unterhaltsam und hoffen, dass das auch so bleibt. Auf unserem Kanal findest du übrigens ein Video, wie wir die Kekse gebacken haben. Auf Karl Casualty. Wir hoffen mal, dass die einigermaßen schmecken und nicht alle kaputt gegangen sind. Ich wollte dich auch mal fragen, ob du World of Tanks spielst. Wahrscheinlich ja eher nicht. Nein, aber Bosi spielst. Wir wünschen dir auf alle Fälle ein schönes neues Jahr und schöne Weihnachten und so. Und PS, ich habe das jetzt ganz langweilig im Word geschrieben, um der Gefahr aus dem Weg zu gehen, dass du meine Schrift nicht lesen kannst. Das ist eine gute Idee. Auch wenn ich diese Schrift gar nicht lesen kann. Ich kann die auch nicht. Der hat so eine Sauklaue hier, Word. Und boah. Ja, Quatsch, Dankeschön. Und jetzt will ich die Kekse haben. Hier sind keine Kekse. Hier ist ein Paket, das schon offen ist. Oder habt ihr gar nicht zugehört? Sieht man's da? Hey! Hat da jemand schon genascht? Die passt. Ist da noch was drin? Nee, sonst nur Schutzdingskirchen drin, ne? Oder sind hier... Ne? Dann öffnet ihr das mal. Hallo? Oh, was ist das hier mit Serviette, die so schön aussieht? Hat so russischen Stil. Ah, der Geruch frischer Kekse, die 3 Tage in der Packstation gereift sind. Ah, dieser Geruch ist unvergleichlich. Holy moly! Seht euch das mal an. Ganz viele Kekse. Und auf dem Keks steht Holly, sehe ich jetzt gerade. Ein Holly-Keks. Ja schon. Ups, jetzt habe ich kaputt gemacht. Den probiere ich jetzt mal. Nee, schmecken echt lecker. Hier sind noch ganz viele andere. Gibt es auch irgendwie so einen Besen oder so? Das sieht wie der untere Stiel eines Besens aus. Und das ist wahrscheinlich der Stiel, oder? Oh, der ist abgebrochen. Nein. Aber guck mal hier, ein Besenkeks. Weg ist der Besenkeks. Mein Besenkeks. Hier ist noch ein Besenkeks. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Passt ja. Zur Weihnachtszeit. Ist echt grandios, wie lieb ihr zu mir seid. Und ich werde gleich der ganzen Welt diese Kekse anbieten. Und sie dann vor ihren Augen essen. Ich habe zu viel Lusches gespielt. Viel zu viel. Vielen Dank nochmal. Jetzt werde ich wahrscheinlich Briefe öffnen. Dieser Brief ist jetzt auch aus Österreich. Ich habe verdammt viele Zuschauer aus Österreich, oder? Verdammt viele zeichnende und schreibende Fans aus Österreich. Dieser hier kam von Christoph. Grüß dich, Christoph. Und Christoph schickte mir eine Zeichnung, die ich jetzt schon sehe. Ist das schlimm? Muss ich jetzt sterben? Ist da noch was drin? So, ich lese jetzt erstmal, ob ich sterben muss, wenn ich das Bild zuerst gesehen habe und nicht den Brief gelesen habe. Hey, Holly, ich finde, deine Videos sind elfsam. Hoffe, du wirst niemals aufhören, Videos zu machen. Die Art, wie du dich ausdrückst, ist einzigartig dumm. Nein, das dumm steht nicht, habe ich mir gerade erfunden, aber ich glaube, das hast du vergessen zu schreiben. Es gibt keinen, der dich wirklich nachmachen kann. Deine Akzente und dein Humor sind echt unübertrefflich. Ich heiße übrigens Chris. Auf YouTube findest du mich unter dem Namen Kummerlord. Möge dein Besen stets bei dir sein. PS Insider. Ja, den Insider, den, glaube ich, schon die ganze Welt kennt. Meine Mutter kommt immer rein, wenn ich zum Beispiel verschlafe mit einem Besen und schlägt mich. Ich glaube, sie kennt den Insider auch, oder vielleicht macht sie es einfach nur. Auf der Zeichnung bist im Hintergrund du zu sehen und im Vordergrund ist das Monster mit dem... Dein Besen durchgebrannt ist. Nein, er ist einfach
durchgebrannt. Seht, könnt ihr sehen? Gott, ich brauche eine andere Kamera. Das ist mein Besen. Sie gehört ganz allein mir. Und ich werde unanständige Sachen damit machen. Dreckige Sachen, wie zum Beispiel putzen. Nein. Dankeschön. Wieso könnt ihr nicht mal Zeichnungen machen, wo ich den Besen heirate oder sowas? Hä? Immer flüchtet sie vor mir. Dankeschön an dich nochmal. Und ich muss nicht sterben. Ja. Und jetzt kommen wir zu einem gelben Brieflein. Tut mir leid, dass ich am Anfang... Ist das Geld? Ich wollte sagen, tut mir leid, dass ich am Anfang gesagt habe, dass die Briefe nur rechteckig und braun sind. Die sind sogar gelb. Da ist ein Gesicht. Was ist das denn? Achso, das sah gerade aus wie so ein... wie Seuberg. Das wäre Dr. Seuberg, aber das ist eine Taube, glaube ich. Hast du mir Geld geschickt? Hast du mir Geld geschickt? Muss ich jetzt nie wieder arbeiten gehen, ha? Huh? Sei gegrüßt, dam-dam-dam-dam. Zuerst möchte ich dir ein wundervolles Fest wünschen mit vielen Bratäpfeln, wie auf der Karte, die du von einem deiner Fans bekommen hast. Ja, ich hatte eine Menge schwarzer Bratäpfel, weil ich nicht kann, immer noch nicht. Noch eins, die Briefmarken 2013, was für eine coole Zahl, werden teurer. Schmeiß die alten, die du noch hast, aber nicht weg. Du musst einfach nur eine Erweiterung kaufen. Deshalb lege ich dir bald für eine Briefmarke, bei denen ich weiß ja nicht, in welchem Jahr du ihn öffnest. Jetzt habe ich. Die Briefmarken werden echt teurer. Also denk dran. Ihr müsst jetzt so ein Erweiterungspack kaufen und ein Add-on plus Mod. Ich liebe deine Auspacksvideos. Es ist schön zu sehen, wie du dich freust. Denn Dead Space sind natürlich auch klasse, weil du sie gerade mit so einem Elan und so einer Freude angehst. Du solltest mal ein Trash-Game-Let's Playen. Da würde das alles noch mehr rauskommen. Ein Trash-Game? Okay, wahrscheinlich solche Simulatoren und so, hä? Dein Einsatz mit der Stimme ist auch super. Mir persönlich fehlt es nur, dass du auch mal was anderes zockst als Horrorsachen. Aber ich weiß ja, dass die Community das nicht will. Also deswegen hier eine Empfehlung für ein neues Horror-LP. Ich spiele auch ganz viel neues Horror-LP. Dishonored, Splinter Cell... Lucius ist ja auch kein wirkliches Horrorspiel. Wobei, eigentlich doch. Portal 2 habe ich Let's Played. Also eigentlich eine Menge. Ah, die Empfehlung für das neue Horror-LP ist The Path. Schau es dir eigentlich mal an. Der Pfad? Danke, dass du das alles für uns machst. Anbei lege ich dir noch etwas Kram. Das dunkle Haus ist ihm kein Graus. Gegen den einsamen Wald ist er gefeit. Wir schicken ihn vor. Jedes Mal in diese neue Welt. Dabei liegen wir im warmen Bett. Schauen und kichern. Jedem Schreck. Abonnentenkuscheln im Bett. Das mache ich auch bald. Hier, seht ihr das? Da, Abonnentenkuscheln im Bett. Ja, das machen wir dann am Bremer Hauptbahnhof. Ich nehme so ein XXXXL-Bett mit. Bauen wir dann zusammen auf den Fernseher und dann kuscheln wir alle gemeinsam und schauen andere Videos. Bitte sag meinen echten Namen nicht, steht hier unten. Na super, schön, dass ich am Anfang ungefähr 6000 Mal gesagt habe. Aber das werdet ihr jetzt leider nicht zu hören bekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, was du hier drin hast. Es klimpert so schön. Du hast mir Geld für eine Briefmarke geschickt. Ach, jetzt verstehe ich's. Oh. Ihr könnt die Koffer wieder auspacken. Nein, wir müssen immer noch arbeiten und gehören nicht zu den Malediven. Und hier haben wir einen frechen Flirt. Tauchen Sie ein in die genussvolle Früchtewelt von Teekanne. Lassen Sie sich verführen von Teekanne. Frecher Flirt, einer köstlichen Komposition aus sonnengereiften Früchten mit feinen Granatapfel- und Brombeeraroma. Teekanne. Riecht schön frech und ich habe das Gefühl, das will mit mir flirten, hey. Und hier haben wir noch zwei Bildchen. Dr. Hollister. Das ist Dr. Hollister und das ist meine kranke Seite und ich versuche mich schon seit Jahren selber zu therapieren. Aber wie ihr sehen könnt, klappt's nicht. Und hier ist noch ein erotischer Holly und aus seinen Achselkarren hängt eine Laterne. Ach, ich verstehe es und das ist der lustige Holly. Steht da was oben drauf? Ach, das ist nur eine Skizze. Ich verstehe es und das ist der Besen da und Tritratrolala. Ach, jetzt verstehe ich. Das ist eine Skizze und das ist ein Besen und daran hängt die Laterne. Aber du fandest es zu lahm, hast du geschrieben. Und egal, hast mir trotzdem geschickt und vielen Dank dafür. Und vielen Dank auch für das Geld. Aber jetzt kommt nicht auf die Idee, mir alle Geld zu schicken für Briefmarken. Ihr kauft sie schön selber und dann, klebt er sie drauf. Dann ist auch alles sicher. Und vergesst nicht, ist alles teurer geworden. Aber dieses Geld werde ich natürlich jetzt benutzen, um Briefmarken zu kaufen. Klar. Nee, natürlich werde ich machen. Nicht, dass du mich jetzt anzeigst oder sowas. And the next brief ist auch ein Oschi. Seht euch das mal an. Gott, der füllt mein ganzes Zimmer. Und der kommt von CTP, a.k.a. Robin. Und wehe, du kommst mir jetzt auch mit, hey, nenn meinen Namen nicht. Schreib's am besten auf den Brief, nennt meinen Namen nicht. Die Post wird verwirrt sein, aber ich werde dafür Bescheid wissen. Außer der Brief kommt nie an und die Post denkt, ihr habt irgendwie was Illegales drin und wollt deswegen nicht, dass euer Name genannt wird. Hi Holly, vielen Dank erstmal, dass du meine Stimmung jeden Tag aufs Neue erheiterst. Du machst deine Sache echt gut. Bei deinen Projekten ist für jeden was dabei. Auch unaktuelle Let's Plays schaue ich immer wieder gerne. Gray,
Mario-Hacks alle. Oh Gott, die Mario-Hacks. Ja, muss ich ja immer noch den tollen von der Zekel zu Ende zocken. Vielleicht habe ich ja jetzt genug Skills. Dead Space 2. Ah, oh, bald kommt 3. Mirror's Edge war auch ein Vergnügen. Amnesia, Custom Stories und so weiter. Du hast einfach die gewisse Art, die einen guten Let's Player ausmachen und die jeder mögen muss. Habt ihr verstanden? Ihr müsst mich mögen. Ihr müsst. Ein paar Fragen noch. Neuer Half-Life 2 Mod? Eine Empfehlung. Korsakovia. Kranker Psychoscheiß. Ja, ich habe schon eine geplant und auch schon aufgenommen. Ich kann es ja an dieser Stelle verraten. Black Snow will ich demnächst mal starten. Und Korsakovia habe ich auch schon mal gehört. Wenn du empfiehlst, dann muss gut sein, oder? Wo ist Metro 2033 hin? Vielleicht bekomme ich einiges nicht mit. Gelöscht, oder? Ich bin zu dumm, es zu finden. Also eigentlich ist das Let's Play noch da. Ich habe mir letztens nochmal alles angeguckt, um da lustige Szenen rauszuschneiden. Es müsste noch da sein. Wie findest du die Zeichnung? Wow, jetzt bin ich verwirrt. Das erfährst du gleich. Das war's von mir fürs Erste. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2013. 13. 13 wünsche ich dir, dein Ruben. PS Autogrammkarte bekommst du, Mann. Ich wünsche auch allein frohes 2013. Und jetzt bekommst du meine Kritik, ja? Halt dich fest, halt dich fest. Finde ich geil. Gut. Nächsten Brief. Nein. Holly LP und hinter mir ist das Monster. Es will mich essen oder meinen Nacken streicheln und mich zart an mein Ohrläppchen knabbern. Oder küssen, würde besser passen. Dann wäre es auch ein deutscher Text. Mein Satz. Hey, Freunde! So sieht zumindest der Gesichtsausdruck aus. Und das Monster ist natürlich verwirrt. What the fuck? Das Monster hast du echt geil hinbekommen. Ich find's echt super. Ihr solltet mal alle Comicbücher erstellen. Ihr könnt das alle. Man findet hier auch immer so kleine Details wie diese kleine Spinne. Ich hoffe, ihr könnt sie sehen. Wo ist die Spinne? Da ist eine kleine Spinne. Ein Fensterchen. Und ein Schränkchen. Dankeschön, CTP. CTP? Oh Mann, es werden einfach viel zu viele tolle Bilder. Ich muss die anderen verbrennen, tut mir leid, ihr müsst Platz für die anderen machen. Uiuiuiui, hier ist noch so ein dicker Brief in Blau. Oh mein Gott, dieser Brief riecht die ganze Zeit schon so. Ich dachte mir schon, hä, das riecht hier so frisch und ich habe doch erst letztes Jahr geduscht und dieses Jahr noch nicht. Was riecht hier so frisch? Es ist dieser Brief. Oh Mann, der riecht echt gut. Jetzt wird er hier wieder alles voll stinken. Mit seinem guten Geruch natürlich wird er alles voll stinken. Und dann werden alle meine Freunde denken, hey, der duscht. Alter, was ist los mit ihm? Ist er kein Gamer mehr? Und alles wegen dir, unbekannte Person. Nee, kleiner Spaß, ich reiche ihn jetzt auf. Was ist drin? Irgendwie glaube ich, dass er von Sarah ist. Die Sarah wird schon wissen, welche ich meine. Ich glaube, die mit dem Profilbild, wo sie eine Weihnachtsmütze auf hat. Weil dein Brief roch letztes Mal auch nach Parfüm. Ich habe keine Power mehr. Ui, mir kommt etwas entgegengeschossen. Seht euch das mal an. So ein Anstecker. In Herzform. Oh mein Gott. Diesen Anstecker werde ich meiner großen Liebe geben. Aber nur, wenn ich sie endlich finde, denn ich bin leider der einzige Schwule hier im Dorf. Dankeschön. Ich könnte ihn jetzt hier irgendwo ranmachen, aber ich habe die komische Eigenart, immer bei solchen Dingern mir immer durch die Haut zu stechen. Ha! Okay. Das ist okay. Halt. Ich habe jetzt ein Herz hier und dafür mein echtes jetzt durchstochen. Dann mach ich jetzt aus. Mit schwarzen Augen. So, und was ist hier noch drin? Sind ganz viele Briefe und kleine Briefe und Zeichnungen. Und in der PS-Zeichnung steht drin, die lese ich jetzt als erstes, bevor da drin steht, hey, nenn meinen Namen nicht. PS, ich kann noch nicht so gut zeichnen. Ach, das werden wir doch gleich sehen. Ist doch egal, du hast dir Mühe gegeben. Holly LP in Neonfarben geschrieben. Das bringt ein wenig Farbe in meine Wand. Und da ist auch ein Clown versteckt, meine Clown-Seite. Gott, zentrier dich doch automatisch, Cam. Du bist ein Arschloch. Die Cam natürlich, die Cam. Oh, und anscheinend haben die Buchstaben hier H und das Y auch versucht, diesen Stecker an sich zu stecken und verbluten jetzt. Oh mein Gott, das ist echt schlimm. Ruf den Arzt. Hey Holly, ich bin dein größter Fan. Ich bin du und du bist ich. Ich heiße Sarah und bin 12. Das ist wirklich eine Sarah. Aber es ist nicht die gleiche, von der ich geredet habe, die mir im letzten Postvideo was geschickt hat. Aber die Sarah hat jetzt auch was parfümiert und du vielleicht auch und... Haben Sarah die Eigenschaft, jetzt Briefe immer zu parfümieren? Habe ich eine neue Erkenntnis ans Licht gebracht? Na, ich glaube nicht, war wahrscheinlich nur ein Zufall. Deine Videos sind sehr, 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 sehr geil. Geil, jetzt haben wir's? Tut mir leid, wenn ich so schräg geschrieben habe. Ach, ist doch kein Ding. Ich sehe gerade, die Schrift glitzert ein wenig. Woo! Und jetzt müsst ihr euch etwas mit Hochzeitsmusik vorstellen. Hier. Moment mal, habe ich nicht vorhin erst gesagt, hey, warum zeichnet ihr nicht mal, wie ich den Besen heirate und... Dankeschön.
Wieso könnt ihr nicht mal Zeichnungen machen, wo ich den Besen heirate oder sowas? Sarah, du machst mir Angst. Wer bist du? Und wo bist du? Im Schrank da hinten? Zuerst habe ich vermutet, dass es wahrscheinlich eine Sarah ist, die den Brief geschrieben hat. Es stimmte. Nun hat Sarah gekontert und mir etwas gezeichnet, was ich mir heute gewünscht habe. Was zum Teufel? Aber egal, ich heirate hier, guck mal. Und natürlich ist der Besen eine Blonde mit dicken Füßen. Dankeschön. Hey, du hast meinen Wunsch erfüllt. Hier liegt noch mehr rum. Boah, ich will nicht durcheinander kommen. In Deutsch. Achso. Holly, ich mag dich sehr und deine Let's Plays. Auch ich hoffe, du hörst nie mit Let's Playen auf. Liebe Grüße, Sarah. In Latein. Oh mein Gott. Holly, ego amo te, sorte met, eus let's ludit, bene, spero te, munquan codire de, sum Let's Playen. Salutaniones. Sarah. Ich habe keine Ahnung, ob das Latein war. Hatte ich nie, aber wahrscheinlich habe ich mich jetzt selber verflucht. Kann das sein? Egal, ich hoffe, du hast mir 7 Tage gegeben oder sowas. Und jetzt in Englisch. Oh mein Gott. Holly, I like you a lot and this Let's Play as well. I hope you'll never hear on with Let's Playing. Okay, ich glaube, das war ein bisschen falsch, aber der Google-Übersetzer war es wahrscheinlich. Weil du bist 12, hallo, und das war schon ziemlich gut. Also regt euch nicht auf. Dankeschön, Sarah. Und jetzt haben wir hier noch 2 Gedichte. Lieber Holly, ich will dir ein paar Gedichte aufsagen oder so. Okay, jetzt geht's los. Ich bin du und du bist ich. Ich sehe dich, doch du mich nicht. Das wird sich aber bald ändern. Ich bin ein Mädel und du ein Junge. Du bist alt und ich bin jung. Aber wir ähneln uns, weil ich so verrückt bin wie du. Roses wither and flourish, but not a rose wilted this. No, rose is called Holly. Den muss ich mir nochmal übersetzen. Aber vielen Dank für die netten Gedichte. Und jetzt machen wir erstmal, glaube ich, eine kleine Pause und machen dann im zweiten Part weiter mit den nächsten Briefen. Hier liegen nämlich noch ein paar rum. Bis demnächst.